Der SC Fortuna Köln, das Trainingsgelände am Stadion im Süden der Domstadt. Mit dabei im Regionalligakader ist seit Mitte 2019 Stürmer Roman Prokop, Ex-Bundesligaspieler beim VfL Bochum. Für ihn und seine Teamkollegen steht heute neben dem Training auch eine umfangreiche medizinische Körperanalyse auf dem Programm. Eine Analyse, von der sich Roman Prokop eine Menge verspricht. Ich erhoffe mir zum einen, dass ich an kleinen Stellschrauben noch drehen kann, dass ich daran noch arbeiten kann, dass ich noch mehr Leistung bringen kann auf dem Platz und vor allem, ich bin jetzt 34, dass ich verletzungsfrei bleibe. Der gebürtige Berliner auf dem Weg zur Körperanalyse in der Praxis Orthopädie und Sport von Mannschaftsarzt Dr. Jens Ennepper unweit der Sporthochschule Köln. Roman Prokop und seine Teamkollegen aus dem fast komplett neu zusammengestellten Kader haben heute eine ganze Reihe von Tests zu absolvieren. Und das nicht ohne Grund. Also es ist ganz wichtig, die Körperanalyse durchzuführen, weil wir auf diese Weise einen Eindruck bekommen, wie stabil ein Sportler ist. Das können wir natürlich auch übertragen auf all unsere anderen Patienten. Ganz wichtig, um eben auch Verletzungen vorzubeugen. Roman Prokop ist grundsätzlich stabil. Ein professioneller Sportler, bei dem es eher um Feintuning geht. Er startet seine Körperanalyse mit einer Fußuntersuchung. Liegt beispielsweise ein sogenannter Hohlfuß mit einem hohen Spann vor oder eine kleine Instabilität der Füße oder bekannte Beispiele wie Platt- oder Senkfüße. Alles mögliche Risikofaktoren für Verletzungen. Die nächste Station, die In-Body-Untersuchung. Also wir können feststellen, wie ist der Körper Muskelgehalt, wie ist der Knochenkalksalzgehalt, wie viel Fett hat man und wie viel Wasser ist im Körper und der Proteingehalt kann gemessen werden. Und da hat man einen ganz guten Anhalt und Überblick eben, wie es um den Patienten oder eben um den Sportler steht. Das gilt auch für die Untersuchung der Wirbelsäule, die in 3D vermessen wird. Oder die Elektromyographie, kurz EMG, die die Elektrizität der Muskulatur darstellt. Daraus lassen sich dann beispielsweise Aussagen über die Muskelkraft ableiten. Die Ergebnisse der In-Body-Untersuchung haben es dem 34-Jährigen besonders angetan. Ja, das ist ganz interessant. Die Skelettmuskulatur hat auch ein bisschen um 600 Gramm abgenommen. Das ist einfach dadurch, dass ich halt 4 Wochen nicht so diesen Umfang gefahren bin, wie man das normal im Training hat. Das heißt, dann muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ein bisschen arbeiten heißt es für Roman Prokop auch bei der letzten Station der Körperanalyse, Bewegung und Stabilität. Ergebnisse über die Stabilität zum Beispiel liefert ein Y-Test. Und, komm. 85, 90, 91, jawohl. Andere Übungen haben Aussagekraft zur Beweglichkeit der Wirbelsäule oder der Muskulatur. Ob bei einem Fortuna-Stürmer, einem Freizeitsportler oder einem Patienten, der einfach nur Beschwerden hat. So. Also, jetzt haben wir eine ganze Menge Untersuchungen gemacht. Untersuchungen, die wertvolle Daten liefern. Rundum, die Körperanalyse bietet mit diagnostischer Kompetenz, modernen Analysemethoden und therapeutischen Ansätzen ein gutes Bild, was man noch verbessern kann. Wir können das dann eben in einen Gesamtzusammenhang stellen, können dann herausfinden, wie die Situation sozusagen des Patienten halt ist. Wir versuchen ja immer herauszufinden, was ist die Ursache für seine Beschwerden? Warum ist das Becken verschoben? Warum tut es jetzt am Bein weh? Warum entstehen möglicherweise irgendwelche Knochenbrüche bei Belastung? Das sieht auch Roman Prokop so. Die Körperanalyse hat ihn restlos überzeugt. Ja, wie professionell das hier alles ist. Also was es für Hightech-Geräte mittlerweile gibt. Wie genau die Geräte messen, wie man den Körper durchleuchten kann, Disbalancen und Defizite aufweisen kann. Das war schon erstaunlich. Die Körperanalyse, so wie bei Sportlern wie Roman Prokop, kann sie auch allen anderen Patienten helfen, funktionelle Ursachen von Beschwerden zu finden und eine entsprechende Therapie festzulegen.